Den Schlusspunkt in der Veranstaltungsreihe Schaufenster ländlicher Raum setzte der Umzug der Ortsteile. In insgesamt 23 Bildern präsentierten sich die Wittstocker Ortsteile, aber auch Dörfer aus der Nachbargemeinde Heiligengrabe. Hunderte Zuschauer säumten die Straßenränder und freuten sich auf einen besonderen Umzug.
Den Umzug durch die Wittstocker Innenstadt konnte man durch die optimal gelegte Streckenführung gleich mehrere Male erleben. Alle Gemeinden hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, um einen besonders guten Eindruck bei der dreiköpfigen Jury aus Mecklenburg-Vorpommern zu hinterlassen. Für die Bewertung der Umzugsbilder gab es besondere Kriterien. Es wurde eine Punktzahl von 1 bis 10 vergeben. Also der Beste erhielt eine 10, der Schlechteste eine 1. Und es wurde nach 3 Kriterien bewertet. Einmal Kreativität und Arbeitsaufwand, Identität mit dem Ort und Stimmung, Herzblut und mit Leben erfüllt. Welcher Wagen mit Leben erfüllt ist, der Sieger steht fest. Wollen wir es aber noch ein bisschen spannend machen, bevor es hier losgeht, genau. Der erste Preis in diesem Jahr am 28. September von den Umzugsbildern geht an die Gemeinde mit Z auch. Ja! Diesmal nicht mit Doppel-O, sondern mit Doppel-A.